In der bettelarmen Gemeinschaft der Roma in Bulgarien ist der Verkauf neugeborener Babys fast alltäglich geworden. Menschenhändler bringen schwangere Frauen mit kinderlosen Familien im Nachbarland Griechenland zusammen. Darüber reden möchte kaum jemand, so wie in dem Dorf Exa Antimovo im Südosten des Landes. Vor ein paar Wochen ist eine Frau aus Griechenland zurückgekehrt. Sie hat ihr Kind verkauft und ist zurückgekommen. Das ist das dritte Baby, das diese Frau aus unserem Dorf weggegeben hat. Wir haben sie schwanger gesehen. Dann kommt sie nach ein paar Wochen zurück und ist nicht mehr schwanger. Sie behauptet, ihr Baby ist gestorben, aber sie hat keine Sterbeurkunde, die das beweist. In der nahegelegenen Stadt Kameno sprechen die schönen Häuser der wenigen verurteilten Menschenhändler Bände über den Profit, den sie aus dem illegalen und äußerst lukrativen Geschäft gezogen haben. Die Opfer der Verbrechen kooperieren nicht gern mit uns, aus dem einfachen Grund, weil sie eine bestimmte Summe für den Verkauf ihrer Babys angenommen haben. Normalerweise sind die versprochenen Summen viel höher als das, was sie am Ende bekommen. Laut den Angaben, die wir haben, wird ein Baby für 3.500 bis 7.500 Lever verkauft. Das sind umgerechnet zwischen 1.800 und 3.600 Euro. Die Mütter können nur angeklagt werden, wenn bewiesen ist, dass sie allein gehandelt haben. Das ist selten. Und die meisten Menschenhändler, die im vergangenen Jahr vor Gericht standen, sind mit Bewährungsstrafen davongekommen, weil sie bislang eine reine Weste hatten.